So, ich bin ziemlich der Ansicht, bevor wir das jetzt weitermachen, müssten wir hier eigentlich mal das Stationsgebäude fertig machen. Liegt einfach daran, damit ich erstmal weiß, wie groß das Ganze wird. Erstmal machen wir hier, nehmen wir das Grid erstmal hier und machen das erstmal hier so ein, in der Kastenform hier drum, wie immer. So, mache ich erstmal so, damit wir erstmal eins haben. Und dann können wir es weiterziehen. Können wir das andere vielleicht auch nehmen? Da gibt es nämlich das hier. Das passt nicht ganz. Können wir vielleicht mal hier die Rasterhöhe ändern? Vielleicht passt es dann. Nee, nicht so wirklich. Dann machen wir es halt so. So, und dann nochmal auf der anderen Seite. Ja, ich könnte es natürlich auch so machen. Guck, wie jetzt aussieht. Es backt ja nicht wirklich da rein dann. Ist ja immer noch hier so am Rand, von daher. Mal gucken, ob das Boot da durchfährt oder nicht. Und das ist ja dann auch nur so ein kleines Detail, weißt du? So. Ja, das wird schon ein ziemlich großer Skygerät hier. Also das ist nicht irgendwie so eine kleine Abstellkammer oder so. Das wird schon ein großes Haus irgendwie. So, dann nehmen wir das Ganze mal. Ich färbe das jetzt schon mal um. Müssen wir mal gucken, ob wir hier eine schöne Farbe reinkriegen. Ein bisschen dunkler vielleicht. So. Und dann ziehen wir das Ganze nochmal nach unten. Können wir auch die halbe Mauer nehmen. Reicht auch dafür. Ja, der steckt wieder fest, weißt du? Im Boden drin geht gar nichts mehr. So, jetzt müssen wir hingehen. Irgendwie müssen wir... Was ist das denn hier? Säule? Achso, das ist sowas hier. Hm, das könnte man an der Seite dran machen. Aber gucken wir mal erstmal, was wir sonst noch haben. Hier, das Dach hier ist nicht schlecht. Da könnten wir hier vorne was dran machen. Muss ich mir nochmal was überlegen. Und dann haben wir hier diese Dinger. Ist alles für die Krypta. Ja, da müssen wir... Ich werde hier auf jeden Fall irgendwas aus Holz oben drauf bauen. Gucken wir mal, wie groß das Ganze ist. Es ist schon ziemlich groß, ne? Das ist nicht so mal eben gemacht. Ich mache jetzt noch mal ein paar Teile hier oben drauf. Müssen wir auch hier wahrscheinlich reinstecken gleich. So ist das nämlich besser. So. Mit der Mauer. Ja, da könnten wir mal das hier nehmen. Das müssen wir nämlich so erstmal setzen. Ich hoffe, das wird genau gerade. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt, aber das kriegen wir schon hin. So, und das gleiche nochmal hierfür. Und dann brauchen wir noch das Eckstück, das ist hier. Dann machen wir es einfach mal so dran. Ist so ein bisschen fummelig hier alles zu machen, ehrlich gesagt. Wir können das auch einfach hier STRG X kopieren, dann das benutzen. Und dann können wir es genau hier rüberziehen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher.
So. Dann haben wir das schon mal. Aber das muss man echt genau wissen, dass das so geht, irgendwie. Wenn ich jetzt hier ganz doll im Game wäre, wüsste ich das vielleicht gar nicht. Finde ich auch ein bisschen komisch, ne? Guck mal, wie das aussieht, wenn ich das mal ganz schwarz mache. Nur mal zu sehen. Ja, also das sind nur so Highlights, die dann so ein bisschen geändert werden. Kannst du sogar auch in Rot da machen und so. Ja, gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Machen wir es mal so. Das ist schon ganz okay. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssten wir eigentlich hier oben irgendwie mal so einen Holzbau drauf machen. Aber wie wir den gestalten, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier. Das wird ja hier keine Kapelle, sondern nur so ein Abstellraum oder so. Ne, Abstellraum ist auch nicht das verkehrt. Das ist irgendwas. Also irgendwas, Nebengebäude auf jeden Fall vom Friedhof. Die große Kapelle kommt ja woanders hin. Könnte man das hier vielleicht benutzen? Wahrscheinlich nicht. Wir haben vielleicht noch die Achterbahntür. Mal gucken, wie die hier reinpasst. Ups. Die wäre nicht verkehrt vielleicht. Das ist die Standard. Die ich übrigens nicht umfärben kann. Auf dem Bild hier seht ihr, dass sie dunkel ist. Also schwarz oder braun. Hier in echt ist sie aber weiß. Und ich glaube, ich kann sie nicht umfärben. Das geht nicht. Ja, nehmen wir die hier. Die passt dann besser dazu. So. Vielleicht noch ein bisschen näher ran. Und dann können wir statt, vielleicht machen wir es auch so ein bisschen niedriger noch. Ne, müssen wir ein bisschen höher machen, machen wir so. Dann müssen wir diese Mauern ein bisschen umändern. Die buggen sonst rein irgendwie. Das sieht irgendwie komisch aus. Komm, mach sie weg. Fertig. Ups, jetzt ist das ganze Ding wieder weg. So. Kann man besser eine Mauer hier hochziehen. Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, ob ich überhaupt hier ein großes Gebäude dran machen will. Also so ein großes Gebäude draufbauen will. Vielleicht nur so ein kleiner Turm oder so. Das wird schon vielleicht reichen. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir hier so einen Turm hinsetzen. Der Rest wird dann, ja, mit Deko zugemacht. Weil, wie gesagt, das soll ja eigentlich nur so ein kleines Nebengebäude werden. Und vielleicht machen wir das so, dass wir hier, wo ja eh keiner einsteigt... Der Bereich ist ja auch eigentlich tot, ne? Normalerweise steigen die Leute einfach nur hier ein, das war's. Machen wir es mal zu hier. Müsste eigentlich klappen. So. Und dann suchen wir mal Wände raus. Was wir noch für Wände haben. Ja, die Stuckwand ist vielleicht zu... Ja, nee. Wir könnten das Spukhausholz nehmen in einer anderen Farbe vielleicht. Aber auch da... Nee, das lassen wir auch erstmal. Ich glaube, ich nehme eher dann hier die Kalkputzwand. Passt dann vielleicht besser. In einer anderen Farbe nur. So. Das machen wir auch weg. Ach ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier ein schönes Dach noch hinkriegen. Vielleicht nehmen wir das auch dann von dem neuen Set. Gucken, wie das aussieht. Da haben wir auch hier sowas. Das ist auch nicht schlecht. Irgendwo gibt es auch Viertel. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Hm. Müssen wir die größere mal ein bisschen ändern. Das ist echt schon geil, ne? Hm. Das wird schwierig. Müssen wir auch hier die Rastergröße wieder ändern. Komm, machen wir es erstmal so. Ups. So.
Vielleicht machen wir das auch komplett aus. Ja, sollen wir es komplett aus Kalk machen? Aus Kalkputz? Weiß ich noch nicht. Ist auf jeden Fall. Also, mir gefällt das Gebäude hier so noch nicht. Das sieht einfach noch ja, das sieht einfach so. Ich weiß nicht, langweilig aus. Das ist, also von der Form her meine ich jetzt. Ist jetzt gar nicht. Da geht gar nicht darum, dass, wie viele Details das hat oder so. Es sieht von der Form so aus, als ob das, weißt du, einfach so hier so ein Kasten wieder hingestellt wurde. Was ja auch stimmt, aber. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht was anderes hinkriegen. Ist das ein bisschen interessanter da machen? Vielleicht so? Ja, es geht, ist schon okay, aber da müssen wir hier gucken, dass wir hier da was hinkriegen. Wir haben ja zum Glück diese kleinen Türmchen hier, zum Beispiel. Können wir dann so reinsetzen. So. Und dann können wir hier das hier noch ein bisschen einmal hier reinsetzen. Vielleicht so. Und obwohl, wir können auch das nehmen. Ist vielleicht ein bisschen besser. Das so, dann hochsetzen ein bisschen. So. Und dann machen wir hier wieder so ein kleines, ja, so ein kleiner Vorbau. Ich überlege gerade, was haben wir denn hier? Das ist so ein Kamin-Dingens. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber das kann ich auch mal dran machen. Vielleicht hier hinten irgendwo. Auf jeden Fall müssen wir hier noch Details reinbringen. Wir haben hier noch diese Kryptamauern, diese Ecken, diese Steinecken. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, wenn man hier drauf guckt, dann sieht das schon mal richtig cool aus. Wobei ich echt davon überzeugt bin, dass wir das wegmachen müssen. Damit das ein bisschen besser aussieht. Vielleicht machen wir das dann mit dem Spukhausholz. Nur in einer anderen Farbe dann. Und zwar bin ich dafür, dass wir es richtig schwarz machen. Vielleicht so ein bisschen Grau noch reinbringen. So, das haben wir. Okay, das sieht schon mal besser aus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unten noch irgendwie. Müssen wir ganz kurz gucken, was wir alles durch das Paket bekommen haben, gruselig. Das weiß ich nämlich gar nicht. Also nicht auswendig weiß ich zumindest nicht, was wir da alles bekommen haben. Säule. Ja, aber die sind zu fein, weißt du? Das ist alles so Norman Bates-Style. Kann man machen. Muss man aber nicht. Und dann nehmen wir lieber Spukhaus Holz. Das ist das nämlich hier. Ne, das ist die Säule auch. Balkon. Das können wir dann so machen. Aber allerdings müssen wir das einmal drehen um 90 Grad. So, und dann auch nochmal hier um 180 Grad. Dann passt das nämlich. Habe ich das gerade schon gemacht? So, so soll es sein auf jeden Fall. Und dann mache ich mal ganz kurz hier die Winkelausrichtung ein bisschen höher, weil das nervt ein bisschen immer, das Rumgeschubse hier. Auch nochmal um 180 Grad drehen und dann dahin. So, und jetzt brauchen wir noch hier Holztäfelungen. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen die Säulen. Die möchte ich nämlich hier an der Seite mal machen.
So. Und dann nehmen wir das Ganze und ziehen es einmal rüber. Auch wenn es krumm und schief gezogen wird, ist nicht schlimm, das mache ich dann einmal so. Bei Holz ist das ja egal. Yes, okay. Ich bin am überlegen, wie machen wir das hier? Müssen wir auch irgendwas noch machen? Am besten machen wir das so, dann lassen wir das Gebäude auch direkt ein bisschen netter aussehen. Dass wir das noch ein bisschen nach vorne ziehen hier. So. Und dann können wir die hier wegmachen. Die ist dann unwichtig. Obwohl, nee, so unwichtig sind nämlich nicht. Wir müssen das nämlich zumachen noch. Aber das hier können wir einmal schon mal dran machen hier. So. Und dann sehen wir, dass das schon ein bisschen krumm ist, aber es ist nicht so schlimm. Und was wir in der Mitte machen, es fehlt nämlich hier noch ein Stück. Warum geht das denn jetzt hier nicht? Was? Was ist das denn? Müsste eigentlich nach innen hier gehen. Ach so, wahrscheinlich, weil hier die Rastergröße noch zu hoch ist. So, jetzt aber. Dann einmal noch einen davon. Oh, das wird toll, das Haus. Das sage ich euch. Das wird richtig geil. So, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir nur noch einmal die Ecke hier. So, die ziehen wir einmal nochmal hier hin. Nochmal drehen. Es ist so ein Aufwand, diese Dinger zu setzen, ne? So, das haben wir. Jetzt können wir hier ein Dach draufsetzen. Weiß ich nicht, ob wir überhaupt ein Dach da draufsetzen. Ich würde ja am liebsten hier so eine Treppe erstmal hochmachen, damit man sieht, dass da hier was passiert, weißt du? Ah, das ist echt schwierig. Das könnten wir vielleicht erstmal so eine Treppe hier oben hin machen irgendwo. Hier. Können wir da noch ein bisschen absenken. Das ist ja nur am Verholder. Das ist ja hier nur die... Nee, das können wir da so nicht machen. Das müssen wir dann hier machen. Und zwar hier machen wir dann Eingang. So. Und das Ganze lassen wir irgendwie hier einmal auf einem Dach stehen. Ich weiß nicht, ob Flachdach oder sonst was. Vielleicht machen wir sogar Flachdach hier. So, das sieht schon mal gut aus. Und dann... Nee, das will ich nicht. Es gibt nämlich diese Säulen wieder hier. Wobei ich dann lieber die Holzsäulen nehme. Das sind die hier. Die gibt es aber auch in länger. Und vor allen Dingen mit Sockel hier. Leider muss man die immer selbst so ziehen. Gibt es keine längeren? Und das, ach nee, da ist ja die 4-Meter-Säule. Ja gut, gibt es auch länger hier. 4 Meter können wir direkt dran machen. Zack. Hier ist nicht ganz so schlimm. So, das Ganze kopieren wir nochmal und ziehen das hier so möglichst außen dran. So, und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Dass das so ein bisschen weiter hinten ist und die andere ziehen wir noch so ein bisschen Richtung Mitte. So, die ziehen wir noch ein bisschen weiter nach links. Nicht ganz so viel. Ungefähr so. Dann haben wir das schon mal. Und jetzt machen wir hier vorne noch was dran, ganz klar. Nee, das hier nicht. Mit Sicherheit nicht. Wir haben aber andere Sachen. Wir haben hier zum Beispiel diese Stütze noch. Die könnten wir theoretisch auch noch dran machen. Dann haben wir noch ein paar Details da drin. Und zwar so. Das gleiche hier nochmal. Hier auch. Und schon haben wir richtig coole Stützen fertig. Ja, das sieht schon mal besser aus. Jetzt brauchen wir nur irgendwas hier, dass das ein bisschen netter aussieht hier vorne. Und ich würde sagen, dann haben wir diesen komischen... Da ist es. Dach heißt das Ding. Passt einfach super dazu. Machen wir einfach hier dran. Auch hier nochmal. Und hier. So, jetzt haben wir das Dach hier fertig.
Und jetzt wird da noch was weiter fertig gemacht. Und zwar werden wir jetzt hier noch ein paar Blumen hinsetzen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt noch nicht was. Müssen wir mal gucken, was wir hier so haben. Wir können auch hier wieder so, ja, ich würde nichts groß, obwohl Fächerblume vielleicht, ne, Fächerblume ist zu hell. Eher das, auch scheiße. Was können wir denn da machen? Wir lassen das erstmal so. Gucken wir vielleicht, ob wir später dann noch was machen mit Blumen. Wir brauchen noch einmal diese Spukholzbalken, heißt das Ganze. Spukholzbalken. Ich glaube, das war hier drunter. Ja, da. So. Dann nehmen wir diese hier. Und dann ist das ganze Haus auf einem Holzgrund gebaut, whatever. Jedenfalls ist das nur eine Station, nichts Wichtiges. Da kriegen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen bessere Sachen hin. Später mit der Vegetation und allem, ne? Das wird dann alles deutlich besser. Die tauschen wir immer eben aus gegen eine 4 Meter. So. Austauschen, so. 4 Meter. Achso, ne, macht er sofort so. Ja gut, dann machen wir das mal so. Ziehen wir die mal weg. Kopieren die hier. Steuerung. Ne, machen die einmal zur. Ne, machen wir X einmal hier und machen 4 so. Und dann ziehen wir den hier rüber. Das reicht nämlich. Da brauchen wir nicht so einen Riesenbalken. Auch hier wieder. Zack. Vielleicht lassen wir das auch ein bisschen drüber gucken noch. Irgendwie so, vielleicht. Irgendwie finde ich das mit der Lücke sympathisch. Ich weiß nicht warum. Ich lasse sie jetzt einfach. Einfach, weil sie da ist und irgendwie sieht es sympathisch aus. Ich weiß nicht. Mut zur Lücke. So, der geht jetzt erstmal hier hin. Da können wir das ganze Haus umringen, ne? Wenn die wüssten vom Phantasialand, was wir hier machen. Die würden wahrscheinlich sagen, ach du Scheiß, das wird doch niemals funktionieren. Ist egal. Ist egal. Es guckt hier ein bisschen über, aber das ist gar nicht mehr so schlimm, denn die Boote kommen eh nicht so weit. Hauptsache, die Station gleich sieht schön aus. Wir haben übrigens auf der rechten Seite noch, ja, so ein bisschen irgendwie eine andere Farbe drin. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja hier 8 Meter gut. Ne, 8 Meter reicht auch nicht hier ganz hundertprozentig irgendwie. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht schlimm, machen wir es so. So, dann haben wir das schon mal. Und dann geht's weiter. Ja, Balken, Planken vielleicht nehmen. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht schon zu konstruiert aus, finde ich. Wir müssen gucken, wie wir das da oben fertig machen dann. Das wird ein bisschen schwierig. Wie haben die das denn zum Beispiel bei dem Blueprint hier gemacht? Das interessiert mich gerade mal. Wie haben die da das Spukhaus gemacht von den, die haben nämlich hier so ein schönes Schienenfahrgeschäft gemacht. Und zwar ist es, ja, das müsste irgendwo sein hier. Geisterschloss, ist es das gewesen? Nee, das ist es gar nicht. Ich sehe es gerade gar nicht irgendwie. Doch, da ist es. Haus des des Wärters da irgendwas. Okay, irgendwie kommt das Haus nicht. Da ist es. Im Boden. Achso, da haben die das mit dieser Terrasse gemacht. Ja, Terrassen könnten wir natürlich auch machen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und vor allen Dingen haben die alles in diesem Spukhausholz gemacht. Nur den Boden dann. Ja, ich glaube, das machen wir dann auch so. Das ist zwar so schön und gut mit diesen zwei Farben. Der Nachteil ist aber, dass du einfach hier so einen Übergang mit Holz oder so machen musst, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Und ich würde sagen, dann machen wir das auch hier in dieser Farbe. In dieser Holzart, weil sonst hast du einfach, ja, hast du einfach ein Problem mit der, ja, ich würde nicht mal sagen mit der Optik, aber es ist halt einfach so, es sieht da ein bisschen zusammengewürfelt aus, wenn du dann das mit Holz und so verkleiden willst, weil da musst du verschiedene Holzarten nehmen und so. Und das wird dann schwierig. Da kannst du besser das nehmen und dann noch ein bisschen zusätzlich dunkles Holz nehmen. Dann sieht das nämlich schon ein bisschen besser aus.
Mit dem Balkon können wir auch machen. Das ist auch nicht das Problem mit dieser Terrasse. Das Dach werden wir auch noch ein bisschen umfärben. Das muss nämlich alles möglichst dunkel und leicht grün sein, damit das dann später hier reinpasst in meiner Vision. Hat eine Vision. So, dann haben wir das nämlich so. Das sieht auch nicht schlecht aus. Und dann können wir jetzt hier hingehen, diese hier nehmen und noch ein bisschen weiterziehen. Dass wir hier irgendwie geregelt kriegen. Ach so, ist noch nicht an so. Und dann können wir das hier ein bisschen rumziehen noch. Und dann hast du nämlich auch noch eine schöne Optik. Das hatten die jetzt nicht so bei diesem Blueprint. Aber das finde ich nicht mal so verkehrt. Wenn du jetzt nicht unbedingt einen Balkon machen willst, dann hast du wenigstens irgendwie so eine Etagenunterteilung. Und dann müssen wir gleich noch an den Ecken irgendwas dran machen. Ich glaube, hier wohnt der Bestatter. Wer auch immer das ist.